Die Macht des Schuldners in der Insolvenz. Selbst Spezialanwälte für Insolvenzrecht sind von den Socken, sobald sie meine Insider-Depesche, die Beta-Blocker-Insolvenz, richtig studiert haben. Obwohl, das ist noch untertrieben, völlig aus dem Häuschen, aufgeregt wie ein Vierjähriger vorm Gabentisch am Heiligen Abend, rufen sie mich an. Sagen Sie mal, Herr Rademacher, funktioniert das wirklich so, wie Sie das beschrieben haben? Was für eine Frage. Natürlich funktioniert das. Der Beweis, all meine Leser erhalten die Originalunterlagen als Kopie, nur Namen und persönliche Angaben habe ich geschwärzt. Auch den gesamten Schriftverkehr zwischen Insolvenzgericht, Insolvenzverwalter und dem Schuldner, dem mit Insolvenz gedroht wurde, bekommen Sie bei dieser Depesche kostenlos mitgeliefert. Kostenlos. Ach, was muss ich immer schmunzeln, wenn der Gesetzgeber mal wieder versucht, die Rechte der Schuldner einzuschränken. Die Schlinge um den Hals der Schuldner wird durch Gesetzgeber und Justiz immer enger gezogen. Zappelt ein unwissender Schuldner erst einmal im Netz, wird er, ohne das nötige Wissen, wie er sich verhalten muss, aufgefressen. Wie fangfrischer, wehrloser Hering. Doch das Netz hat Maschen. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, die Lücken in den Maschen aufzuspüren und zu nutzen. Legal, gesetzmäßig, juristisch korrekt. Und weil ich wieder und wieder kreative Möglichkeiten entdecke, kommen dann selbst die richtigen Experten aus dem Staunen nicht mehr heraus. Doch viel wichtiger für mich ist, der Schuldner, dem mit Insolvenz gedroht wird, soll durch die Maschen der Gesetzeslücken schlüpfen können. Doch wer erst einmal einem richtigen Insolvenzverwalter ausgeliefert ist, der ist auf Jahre hin Leibeigener der Justiz, des Insolvenzverwalters und der Gläubiger. Doch jeder halbwegs vernünftig Denkende, dem die gerichtlich verordnete Insolvenz droht, sucht nach Lösungen, wie er dieses einschnürende Staatskorsett wieder ablegen kann. Die Vernunft gebietet sogar etwas noch Wichtigeres. Geschäftlich aktive Zeitgenossen, die sich noch mitten auf dem Weg der finanziellen Gesundung befinden, sollten sich mit diesem Wissen schützen. Vorbeugend. Denn in der Zwischenzeit ist es in Europa und erst recht in Deutschland so, jeder Gläubiger, der einen Titel hat, kann den Schuldner sofort in die Insolvenz jagen. Oder besser gesagt, er kann es versuchen. Sich aus dieser bedrohlichen Lage flexibel herauszuwinden, das ist die Kunst, die Ihnen einzig und alleine meine Insider-Depesche, die Beta-Blocker-Insolvenz, genauestens vorführt. Hier und nur hier finden Sie genau die Spezialkenntnisse, bei denen Sie sogar Spezialisten für Insolvenzrecht vor lauter Begeisterung nicht mehr einkriegen. Ich war selbst mal ein von 1000 Hunden gehetzter Schuldner. Eines der wichtigsten Erkenntnisse, die sich jeder Schuldner erst einmal auf die Fahne schreiben soll, ist die: Schulden stehen nur auf dem Papier, sie liegen nicht vor der Haustür. Und das ist das auch, wenn es ans Abwehren der beantragten Insolvenz geht. Die Schulden bleiben auf dem Papier und werden nicht vor der Haustür abgelagert. Und das Gute daran ist, wenn Sie nach meinem einzigartigen System den Insolvenzantrag erst einmal abgewehrt haben, können Sie mit Ihrem Gläubiger großzügige Vergleiche aushandeln, bei denen Sie viel Geld sparen werden. So stehen dann neue, weitaus kleinere Schuldenbeträge auf dem Papier. Weitere Neuigkeiten und kostenlose Informationen über die Beta-Blocker-Insolvenz finden Sie auf der Erfolgsonline. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.